Und ich schließe mich an in dieser Friedensdemonstration dem, was mein Kollege aus Kassel, der Philipp, vorher gespielt hat, ist nämlich von einem Liedermacher, der im Prinzip in vielen Punkten völlig anderer Meinung ist als die meisten von uns. Auch zum Ukraine-Krieg bezieht er eine völlig andere Stellung, stellt sich auf Seiten des ukrainischen Staates und seines Militärs und spricht über die Verachtung gegenüber Russland und seiner Regierung. Dennoch singe ich auch ein Lied von Wolf Biermann in etwas abgewandelter Form. So oder so, du kommst nicht drum rum, nichts anzupacken, oder bist du dumm? Raffe dich auf, bring dich mit ein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Ja, Wohlstand wollen wir gern anstatt, dass uns am Ende der Wohlstand hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. So soll es sein, so soll es sein, so soll es sein. Jetzt, wenn man so betrachtet, wie schön es mit der Freiheit ist und wie liberal und frei alles ist bei uns, da passt diese alte Strophe vom Biermann sehr schön. Freiheit von Freiheitsdemagogie, nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie. Auch Liberale werden wir befreien. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Und Frieden ist nicht mehr nur ein Wort, aus Lügnerschnauzen für Massenmord. Kein Volk muss mehr nach Frieden schreien. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Jetzt kommt eine Strophe von mir. Wer Waffen herstellt und exportiert, ist mit dran schuld, was dann damit passiert. Blutgetränkte Profite, wir sagen nein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Alle Leute müssen nein sagen zu blutgetränkten Profiten. Jetzt kommt mal eine Strophe zu dem Krieg in Dannenröder Wald. Bäume umhauen und Blumen planieren, anstatt in die Zukunft zu investieren. Wir atmen die Welt in Lebensräume vernichten. Was soll da noch gedeihen? So soll es sein, so soll es sein. Eine sehr neue Strophe, woher auch immer du kommen magst, fühl dich zu Hause, du bist mehr als ein Gast. Wir atmen die Welt ins Herz hinein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Wer andere beiseite drängt, wird ausgelacht und auch der andere niedermacht. Die Ellenbogengesellschaft und der Kapitalismus gehen ein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Bei der
Biermann würde diese Strophen nicht singen. Nein. Wir überlassen uns es anderen nicht, was uns betrifft, was uns bedrückt. Wir mischen uns da mächtig ein. So soll es sein, so soll es sein, so soll es sein. Und für alles, was uns sonst noch so an Wünschen durch den Kopf geht, gibt es eine Summstrophe. Von Wolf Biermann, den ich eher so als inzwischen angepassten bürgerlichen Spinner empfinde, aber er hat halt ein paar schöne Lieder geschrieben und ich bin da nicht so dogmatisch wie viele, die russische Künstler nicht mehr auftreten lassen, nur weil sie sich nicht ausreichend distanzieren von diesem Krieg. Deswegen spiele ich auch von diesem Biermann die berühmte Ermutigung, und die brauchen wir heute mehr denn je, aber ich habe das Lied mit der letzten Strophe, das Grün bricht aus den Zweigen, da habe ich zwei andere Strophen reingesetzt. Diese Strophe singe ich schon lange nicht mehr. Wie ist das denn? Stimmt das gar nicht? Noch mit dem Akkordeon. Ganz minimal. Ich stimme noch mal ein bisschen nach. Noch mal diesen Ton wieder zu. Oder machen wir nochmal bis E. Das war so ein E, glaube ich. Ich habe zu tief gestimmt. Das stimmt jetzt. Nochmal den. Wer ist schuld an der sibirischen Kälte? Jagt ihn, beschießt ihn und sein ganzes Volk mit. Man darf den Humor nicht verlieren. Nein, darf man nicht. Das darf nicht sein. So, man hätte natürlich auch zum Stimmen mal die Töne wegnehmen können, aber ein ganz altes Mutmachlied mit zwei neuen Strophen, die ich 88 in Fulda geschrieben habe. Hört sich ganz schön bemacht. Du lass dich nicht verhärten. Nee, ich muss eine andere Tonart nehmen. Die Tonart ist Schrott. Ich mach's mit Amol.
allzu hart sind Brechen, die allzu spitzen Schächen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen die doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit, gerade deine Heiterkeit. Lass dich nicht korrumpieren in dieser reichen Zeit. Sie wollen dich nur verführen, öffnen dir manche Türen zu deinem Abstellglanz, zu deinem Abstellglanz. Das war die Strophe für die Grünen und ein Teil der Linken. In dieser Kriecherzeit. Die lassen aufmarschieren, wir werden nicht parieren vor ihrer Grausamkeit, denn es wird endlich Zeit. Wir werden nicht marschieren und keine Waffen liefern, egal wohin. Da wollte jemand sich bedanken. Soldat, Soldat in grauer Norm. Ja, gut. So, jetzt war ein Wunsch, aber den mache ich jetzt mal. Und dann vielleicht ja nicht der Strand, aber das wird nur. Ich möchte übrigens mal kurz was zu meiner Mütze sagen. Die ist nämlich von meinem Vater. Und der ist Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg gewesen und später auch Reservist. Das heißt, er war jedenfalls kein Antimilitarist und er war auch eigentlich kein Antifaschist, aber er war nach dem Krieg so geläutert, dass er sich geschworen hat und gesagt hat, wir keinen Krieg mehr. Aussöhnung zwischen allen Völkern, zwischen Deutschen, Franzosen, zwischen Deutschen und Polen, zwischen Deutschen und Russen. Und das, was im Moment hier passiert, das ist eine Kriegspropaganda, die die Völker gegeneinander aufwiegelt. Und dafür stehen wir heute auch mit diesem Stand hier am Berliner Platz. Man könnte ihn auch anders benennen. So, verstehe ich. Bei dem kann ich mal eins machen. Wir machen mal Fröhliches. Oli, Oli, Ola. Welcher Ton? Wahrscheinlich C. Ich weiß ja noch nicht, ob wir jetzt richtig bestimmt haben oder ob ich einen ganz anderen habe. Aber irgendwie wirst du es finden. Wenn das... Ein altes Lied aus der Friedensbewegung von der Gruppe Zupfgeigenhandel. Kann ja auch sein. Oli, Oli, Ola. Ja.
Wir sind miteinander da. Das Miteinander ist heutzutage wichtig. Zusammen und gemeinsam, nicht einsam und alleinsam. Und wir lassen uns auch nicht spalten. Der Mensch kann manche Sachen ganz für sich selber machen. Laut lachen oder singen, kreuzweisen, tanzen, springen. Der Mensch kann manche Sachen ganz für sich selber machen, laut lachen oder singen, kreuzweisen, tanzen, springen, nur bringt das nicht die reine Erfüllung so alleine. Es wird ein amüsanter, betreibt man's miteinander. Oh, wir lachen miteinander da, zusammen und gemeinsam, gemeinsam und alleinsam. Oh, miteinander geht es ja, wenn wir zusammenkommen, kommen wir der Sache nah. Zu manchen Tätigkeiten bedarf es eines Zweiten, so etwa zum Begleiten, zum Tratschen und zum Streiten, auch das Zusammensingen soll zweiter besser klingen. Erst recht in Liebesdingen lässt sich zu zweit mehr bringen. Oh, Leo, Leo, da, wir sind nacheinander da, zusammen und gemeinsam, nicht einsam und alleinsam. Oh, Leo, Leo, da, miteinander geht es ja, wenn wir zusammenkommen, kommen wir der Sache nach. So dann das Fußballspielen geht immer nur mit vielen, wie auch das Volksfest feiern und das nicht nur in Bayern. Auch Demonstrationen, wo sie den Aufwand lohnen, erfordern eine Menge an menschlichen Gedränge. Oh, li, li, la, wir sind miteinander da, zusammen und gemeinsam, nicht einsam und allein da. Oh, li, li, la, miteinander geht es ja, wenn wir zusammenkommen, kommen wir der Sache nah. Im wesentlichen Fallen, da brauchen wir uns alle auf dieser Erde ballen, damit er nicht zerknalle, schiebt alle Streitigkeiten für eine Weile auf Seiten und lasst uns überstreiten, der Eins in vielen Zeiten. Oh, Jesula, wir sind miteinander da, zusammen und gemeinsam, nicht einsam und allein da. Oh, Jesula, miteinander geht es ja, wenn wir zusammenkommen, kommen wir der Sache nach. Befällt uns das Versagen, so müssen wir verjagen. Vielleicht zusammen singen, ein Fass zu Ende bringen. Lass uns zusammen jubeln und wenn es sein muss schlupfen. Der Mensch braucht jede Menge, das Menschliche ist Gedränge. Oh, Jojola, wir sind miteinander da, zusammen und gemeinsam, nicht einsam und alleinsam. Oh, Jojola, miteinander geht es ja, wenn wir zusammenkommen, kommen wir der Sache nach. So, kurzes Pause und da kriegen wir mal einen kleinen Holunderwein im Hals. Ich zumindest. Ja? Wie bitte? Ja, ist prima. Ich könnte zwar jetzt noch so weitermachen, stundenlang, aber man kann ja mal eine kurze Pause machen. Und mal kurz die Handschuhe anziehen, die richtigen. Oh. Ja, aber wenn man für eine halbe Stunde, Stunde ist kein Problem, aber wenn man da länger jetzt ist, dann ist das schon Geschichte. Aber wenn ich solche Lieder singe, da fällt mir auch teilweise auf, wie schlimm das ist, was in der öffentlichen Propaganda hier abgeht. Und auch zwischen den Menschen. Ja, aber man braucht auch, wenn ich habe so leicht zugeguckt und dann da hinten gesehen, wie einige so konnte ich sehen, kennengelernt und irgendwo so
Gruppen eigentlich. Ja, okay. Genau. Kannst du ausladen? Nee, dann kommt doch. Na gut, mir soll es doch. Ich dachte, es würde auch irgendjemand reden. Ja, wollen nachher irgendwas? Ja, ich rede ja immer schon. Ich rede ja immer schon so viel. Ich rede ja schon immer so viel. Meine Auftritte sind ja immer große Demonstrationen. Wenn jetzt noch irgendjemand besser braucht, aber ihr habt ja auch. Ach, ich liebe Lust, Lust, etwas weit. Nacht und Nacht die Kälte in das Haupelein. Panzer rollen, hört ihr Rabenschwein. Rabenlied, dein Bruder, an des Lebens rein. Die Erde hat 10.000 Löcher, es wächst kein Baum darin. Raketen stehen und schweigen, weil sie auf Menschen zeigen, wo du bist und wo ich auch bin. Leute, wo wir wohnen, muss Platz für alle sein. Für Haus und Frau und Platz und Wind und für die Stadt, in der wir sind. Die Seelstadt hat 10.000 Bäume, die tragen grünes Laub. Da will ich mit dir lachen und abends lange wachen, dass kein Feuer bläst sie zu Staub. Leute, wo wir wohnen, muss Platz für alle sein. Für Haus und Baum und Gras und Wind und für die Stadt, in der wir sind. Die Erde hat 9 Planeten, 8 Sterne, Blut und Eis. Das wird uns nicht vergeben, das wird uns nicht vergeben, denn wir vertun für keinen Preis. Leute, wo wir wohnen, muss Platz für alle sein. Für Haus und Baum und Gras und Wind und für die Stadt, in der wir sind.
Ja, das habe ich auch mal gern. Das ist von der Fasia. Von Dieter, nee, Dieter Süferstritt, oder? War das Fasia? Fasia. Ganz sicher? Mhm. Eigentlich. Ich habe eine Aufnahme von Fasia. Mhm. Ich habe ja dieses Arbeitermusikarchiv. Könnte auch von Dieter Silberkopf sein, aber wahrscheinlich, vielleicht ist es von der Frage. Ja, kann das sein. Ich sage mal, ich habe mal eine Frage. Ich habe gestern oder vorgestern einen Liedermacher entdeckt. Und ich wollte dich mal fragen, ob du den vielleicht sogar persönlich kennst. Der heißt Leo Kowald. Nee. Der kommt irgendwie aus Gelsenkirchen. Leider nicht. Macht auch Straßenmusik anscheinend so. Wenn ihr hier diesen Platz braucht, dann räum ich die Sachen da runter. Nee, alles nee, gut. Nee, wir Zeit, wenn ich mit hier. Ach so, der Sessel für den Herrn. Ja, eigentlich. Aber der läuft jetzt viel rum. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Lied, was du nicht so gut kennst. Welches? Aber was du... Das ist von Apelbeck und Brinkmann. Aha, ja, die kenne ich. Das heißt eigentlich trotzdem weiter, aber ich habe es in Darum weiter gemacht. Aha. Weil ich bin... Ich finde das Wort trotzdem nicht so gut. Obwohl, ja, trotzdem ist auch manchmal so schwer zu singen eigentlich. Trotz alledem ist auch mir zu bürgerlich. Du meinst dieses Lied jetzt? Nee, so, aber dieses, ja, stimmt ein bisschen. Da habe ich jetzt gerade dran gedacht, aber das lässt sich immer so schwer singen, dieses trotz alledem. Jetzt wird sich zeigen, ob meine Gitarre richtig gestimmt ist oder nicht. Weil das ist mir nämlich, ich habe von Thomann so ein Stimmgerät gekauft, so ein elektronisches, das war nicht teuer. 8,50 Euro oder was. Und hatte ich auch, dann habe ich dann verloren und später habe ich wieder eins bestellt, ein neueres Modell. Und das ist einfach zu hoch. Wenn ich da die zwölfseitige Gitarre richtig stimme oder irgendeine andere Gitarre, kann ich keine Mundharmonika dazu spielen. Also ich musste dann immer ein bisschen tiefer und das war mir, ist mir zu stressig im Moment. Könnte gehen, mal gucken. Fünf Lässer schon, brauche ich das ja nachher auch. So. Ich habe ganz lange in Lauterbach keine Straßenmusik mehr gemacht. Ich glaube im Frühjahr das letzte Mal, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und es kommt auch zu wenig Geld darum. Also, ja, ist weniger. Wenn jetzt ein bisschen mehr kommen würde, würde ich sagen, ich mache es dann gemacht wenig Geld. Aber das wäre dann noch eine Zusatzmotivation gewesen. Ich war schon aufgespannt. Das merke ich heute plötzlich. Nee, das ist wie du willst. Sag einfach Bescheid. Sag einfach Bescheid, wir verknusen das. Genau, wir sind ja Jafflex. Wir werden es überleben. Ja. Ihr macht ganz noch mal. Okay. Ja. Ja, das tut gut. Die Moorsoldaten möchten ja auch noch mal. Ja, schön. Weil ich einfach finde, dass um einfach mal zu zeigen, hier, wir gehören nicht mit zu den anderen, die Ukraine teilweise unterstützen. Oder die unterstützt ja leider komischerweise auch Putin, die Rechts, also die ganz Rechte. Das ist ja das Irre. Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum die sich so in Russland positionieren. Das ist sehr schwierig. Oh. Ab der Sonne gucken wir auf die Gitarre. Da habe ich auch wieder ein bisschen am Text dran. Ungefähr stimmt es.
Es gibt schon 1000 Lieder und dies ist nur eines mehr. Ich will nicht vom Frieden singen, denn dann hört wohl keiner her. Diese Welt starrt von Raketen, voll von Gift, Hass und Beton. Atomanlagen drohen und es fliegt uns die Zeit davon. Und darum weiter nicht resignieren. Das Gras sprengt den Beton. Wir werden nicht verlieren. Computer und Dateien erfassen uns schon überall. Milliarden leiden Hunger und sie schießen den Weizen ins All. So viele mörderische Kriege und ich blicke das nicht mehr. Alle Farben sind vom Frieden und Bombenländer Menschen leben. Und darum weiter nicht resignieren. Das Gras sprengt den Beton. Wir werden nicht verlieren. Zerreißt fast unsere Herzen, was die machen mit der Welt. Im Namen ihres Fortschritts, dabei geht's doch nur um Geld. Und weil sie längst dabei sind, die ganze Welt zu kontrollieren, lasst uns zusammenstehen und uns dagegen wehren. Und darum weiter nicht resignieren. Das Gras sprengt den Beton. Wir werden nicht verlieren. Und darum weiter nicht resignieren. Das Gras sprengt den Beton. Wir werden nicht verlieren. Nach den Kirchenglocken gibt es noch ein nordirisches Friedenslied und dann wird der Frank mal ein paar Worte sagen, glaube ich. Aber erst kommt ein nordfriesisches und erst genießen wir diese schönen Kirchenglocken. Schade, dass ich an irgendeiner anderen Stelle von Lauterbach der Muezzin ab und zu mal ein ertönt. Oder das jüdische Gesänge hier in den Gassen zu hören sind. Multi.
Ja, am liebsten würde ich ja auch noch Geige und sowas spielen, aber da muss ich dann mit anderen Leuten geübt haben und damit die irgendwie die Begleitung gut machen können. Also, weil das ja wenig Sinn bin. Ja. Die Begleitung ist auch schon sehr gut. Little children hiding in the shadows, waiting for the changing of the day, watching for a break between the showers, when they can come out and start to play. And we're singing of a time when the sun will always shine, and I'm a cousin, things will fade away. People will be one, and the fighting will be done, and all the little children, they can play. I can hear you saying it's impossible, just look at the blood upon the road. But I don't think that it's impossible, for now we see that all our blood is red. And we're singing of the times when the sun will always shine, and armored cars and tanks will fade away. People will be one, and the fighting will be done, and all the little children, they can play. It seems that cure is better than prevention. If not, then Dr. John would have no pain. And all the presidents and queens would have no pension of kings. If all the little children, they could play. And we're singing of the times when the sun will always shine, and I'm a cousin, things will fade away. People will be one, and the fighting will be done, and all the little children, they can play. Kinder verstecken sich im Schatten, warten dort auf Tage, die besser sind. Denn zwischen vielen Regengüssen für sie ein neues Spiel beginnt. Und wir singen von der Zeit, wenn die Sonne immer scheint und Panzer und Kanonen schweigen still. Menschen, die sind frei und das Kämpfen ist vorbei und jedes Kind kann spielen, wie es will. Der Mensch wird niemals aufhören zu kämpfen, auch wenn er mit dem Rücken am Boden liegt. Er
müssen wir alle aufstehen, haben Frieden und Gerechtigkeit gesiegt. Und wir singen von der Zeit, wenn die Sonne immer scheint und Panzer und Kanonen schweigen still. Menschen, die sind frei und das Kämpfen ist vorbei und jedes Kind kann spielen, wie es will. I don't suppose a man will stop his struggling if he's lying with his back upon the ground. It's only when every man was standing that peace and justice can be found. And we're singing all the time when the sun will always shine and I'm a cause and thanks will fade away. People will be one and the fighting will be done, and all the little children they can play. And we're singing all the time when the sun will always shine and I'm a cause and thanks will fade away. Das war Sans Family. Naja, das ist eigentlich gar keine richtige Rede, was ich hier habe. Nee, macht ja nichts. Muss ja keine Rede sein. Einfach ein paar Worte. Ja, ich habe ja halt ein bisschen Blatt. Ist doch alles gut. Du musst eigentlich, glaube ich, gleich mal nachstimmen, weil das stimmt schon immer so richtig. Das andere ist aber doch irgendwie besser, glaube ich. Ja? Ja, irgendwie schon. Ja, ich will mich kurz fassen. Ja, wir machen hier heute in Lauterbach eine Protestkundgebung unter dem Motto für Heizung, Brot und Frieden. Und ich will jetzt hier gerade mal dazu ein paar Zahlen, Fakten, Daten über die sprechen. Und fange an, auf Rüstung folgt Krieg. Daten zur Aufrüstung in Deutschland. Voraussichtlich bereits im nächsten Monat werden die amerikanischen Atomwaffen, die in Deutschland stationiert sind, ausgetauscht durch modernere Atomwaffen. Damit wird Deutschland zur Zielscheibe eines möglichen Nuklearkriegs in Europa. Die Rüstungsausgaben für das Jahr 2023 belaufen sich bis jetzt auf 58,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich, 1,5 Millionen Euro will die Bundesregierung für den Nachfolger des 9-Euro-Tickets locker machen. Aber es kommt noch schlimmer, denn mit der Erreichung des 2%-Ziels werden sich die Rüstungsausgaben in Deutschland in den nächsten Jahren nochmal verdoppeln. Das sind unglaubliche Zahlen und diese Zahlen sind dramatisch, weil sie eben bedeuten, dass viele andere Ausgaben, die notwendig sind,
nur zögerlich oder gar nicht passieren. Das elende Gezerre um das Bürgergeld ist da jetzt auch nur so ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man irgendwie das Geld für Militär und Rüstung raushaut, statt es für soziale Zwecke auszugeben. Vor kurzem gab es einen Leserbrief-Dialog im Lauterbacher Anzeiger, in dem es unter anderem um die Rechtfertigung der Abwälzung der Kriegskosten auf die Bevölkerung ging und um die Waffenlieferungen. Ein Leserbriefschreiber äußerte sich so, dass er sagte, dass es ein Ausdruck internationaler Solidarität der Arbeiterbewegung sei, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das ist aber eine grobe Verfälschung des Begriffs der internationalen Solidarität. Die Interessen der Rüstungsindustrie und des Staates dürfen niemals gleichgesetzt werden mit den Interessen der Bevölkerung, der Arbeiterbewegung. Der Erhalt des Friedens, die Bekämpfung von Krieg und Aufrüstung, das sind die Ziele der Arbeiterbewegung. Waffenlieferungen an einen kriegführenden Staat sind das Gegenteil davon. Denn es sind die Arbeiter, Soldaten wie Zivilisten, es sind die Menschen, die den Blutzoll entrichten, nicht die kriegführenden Politiker und Rüstungsindustriellen. Deswegen Waffenlieferungen stoppen, keine Aufrüstung der Bundeswehr, weg mit den Atomwaffen aus Deutschland. So, es geht gleich noch weiter. Die Lage ist bekannt. Wir haben eine Energiepreisexplosion als Folge, insbesondere des Kriegs einerseits, aber vor allem auch der Wirtschaftssanktionen und der Energieembargos, die von Seiten auch Deutschlands verhängt wurden. Und es gibt einen schönen Satz, der ist von Rosa Luxemburg und der heißt: Inflation ist Diebstahl. Der Aufschrei gegen die ruinösen Energiepreise und die allgemeine Inflation ist groß und auch im Vogelsberg angekommen. Ostin Veit, UFAG-Vorständler und ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, gab auf der Veranstaltung der Mittelstandsunion der CDU den Satz zum Besten: Wir befinden uns in einem Energiekrieg mit Russland, auch wenn das einige nicht hören wollen. Soweit Herr Veit von der Mittelstandsunion. Der Satz ist zweifellos richtig, aber er bedarf der Ergänzung, dass dieser Energiekrieg ein umfassender Wirtschaftskrieg ist, für den nicht Russland, sondern unter anderem die deutsche Regierung die Verantwortung trägt. Diese Unterscheidung ist bedeutsam, weil die Berliner Kriegskoalition unverschämterweise nun von den Menschen im Land Solidarität einfordert. Wir sollen sparen, wir sollen frieren. Sie fordern Solidarität ein mit ihrer grundfalschen und gefährlichen Politik. Im Schatten der deutschen Kriegspolitik wird gegenwärtig aber der Raubzug an der arbeitenden Bevölkerung intensiviert. Die Milliarden, die jetzt verpulvert werden für Krieg und Aufrüstung, werden bereits jetzt abkassiert durch die explodierenden Preise und damit verbundenen Steuermehreinnahmen. Der von Herrn Küppersbusch im Lauterbacher Anzeiger vom 15.10. zitierte Satz "Inflation ist Diebstahl" stammt, wie eben schon angesprochen, von der deutschen Kommunistenführerin Rosa Luxemburg aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. So. Wer die dicke Rechnung zum Schluss bezahlen wird, das ist für die Herrschenden sowieso längst ausgemacht. Das Gewumse von Kanzler Scholz und seiner Kriegskoalition dient dem Zweck, Unmut und Widerstand klein zu halten, um des eigenen Machterhalts willen und um den gefährlichen und gegen die Interessen der arbeitenden Bevölkerung gerichteten Kriegskurs ungestört fortsetzen zu können. Den Profit dieses Kurses stecken sich mit Billigung unserer Volksvertreter gegenwärtig vor allem Energie- und Rüstungskonzerne in ihre Taschen. Auch der Mittelstand zieht dabei den kürzeren, siehe Gaspreisdeckel. Hier erhalten die großen Konzerne ihr Gas
für 7 Cent die Kilowattstunde, und zwar ab dem 1. Januar. Kleine und mittelständische Unternehmen und Haushalte müssen aber länger warten auf die Hilfe, dann aber 12 Cent statt 7 berappen. Es ist eine Politik der Demütigung. Was wir brauchen, sind aber nicht Almosen und Trostplästerchen, sondern ein Ende des Kriegskurses. Was wir brauchen, wenn die Menschen schon aktuell nicht die Macht haben, die deutsche Kriegsbeteiligung zu stoppen, ist eine breite soziale Bewegung, die sich dem Raubzug mit aller Vehemenz entgegenstellt. Diese ist erst in Ansätzen erkennbar und noch viel zu leise. Zu den Ansätzen zählen zum Beispiel die Handwerkerproteste, nicht nur im Osten Deutschlands. Sehr lesenswert zum Beispiel der Aufruf des ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden. So, ab jetzt gleich. Aber auch bundesweit tut sich was. Am 22. Oktober diesen Jahres haben Gewerkschaften, Sozialverbände und linke Organisationen zu 7 bundesweiten Großdemonstrationen aufgerufen. Eine davon fand in Frankfurt statt, an der auch wir teilgenommen haben. In ganz Deutschland gingen an diesem Tag zehntausende Menschen auf die Straße, und das waren keine Querdenker und keine Montagsspaziergänger. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass diese Regierung auch weiterhin den heißen Herbst bekommt, den sie verdient. Dankeschön. Was Augenzeugen, von der Zivilbevölkerung beobachtet haben, verstehen kann. Kannst du wieder an? Wenn Russland wirklich, ich verstehe das nicht, dass die DKP für Russland, was heute ein Faschismus ist, noch mit irgendeiner Weise Werbung macht oder. Man macht doch keine Werbung, ich bin ja nur nicht DKP, aber man macht keine Werbung für Russland, man will den Frieden fürs russische und ukrainische Volk. Und man will nicht, dass die Konzerne über die bestimmen. Man will einfach, dass die Menschen mehr, also eine Demokratie von unten, das will ich zum Beispiel, und ich will die nicht. Aber kein Krieg, um endlich das amerikanische Fracking-Gas hier loszuwerden. Ja, aber dann müssen wir auch für Frieden und Verständigung, müssen wir auch Parteien haben, jeweils die auch bereit sind dafür. Und das haben wir ja nicht. Und bei den Grünen sind alle inzwischen für die Ukraine Krieg. Ich bin sehr dafür, ein Volk, was brutal angegriffen wird und vernichtet wird, auch mit Waffen von der Schule zu machen. Zelensky stellt sich doch hin und sagt, also ich finde es gut, auch nicht im Das ist die Umkehrung der Tatsachen. Nein, das ist Fakt. Ein Jahr zuvor, für die Ukraine, das Jahr.
Neutraler Staat. Ein neutraler Staat, der mit beiden Seiten. Der hat ja Welding seinerzeit Botschafter der Ukraine gesagt, dieser Mensch sollte abgesetzt werden. Das ist dann nachdem ich inzwischen zwei Passanten hier kennengelernt habe, die sagen, dass Russland ein faschistischer Staat ist, muss ich einfach jetzt mal dieses antifaschistische Lied singen, denn es ist nicht so. Es gibt natürlich Rechte, die Russland unterstützen, aber es gibt noch mehr Rechte, die im Ukraine-Krieg aktiv sind, und zwar schon weit vor dem Einmarsch. Und was wir nicht mehr wollen, ist, dass die Menschenrechte missachtet werden und dass Völker unter Kriegen leiden. Und ich finde nicht, dass man irgendeinen dieser Staaten, auch die Ukraine nicht von linker Seite, als faschistisches Regime bezeichnen kann. Faschismus, das ist was ganz anderes, und wer das nicht erkennt, der verharmlost den Faschismus, und das tun sehr viele heute. Deswegen singen wir jetzt die Moorsoldaten, ein Lied, was im KZ Bürgermoor entstanden ist. Mich hat das gerade eben sehr aufgeregt, dass es Menschen gibt, die Russland für einen faschistischen Staat halten. Aber Gott sei Dank gibt es ja die WM in Katar, in einem hochdemokratischen Staat. Und Gott sei Dank beziehen wir auch demnächst Energie aus Saudi-Arabien und sonst woher, alles hochdemokratische Staaten, die noch nie einem Menschen Leid getan haben. Gegen Krieg und gegen Kriegshetze. Ich muss doch mal nachstellen. Klingt so beschissen wie diese Argumente. Zwei Passanten, Russland ist ein faschistischer Staat. Und zwei Passanten. Russland ist noch. Also, ich finde, der Angriffskrieg ja auch furchtbar. Und dass Putin da und Russland Scheiße gebaut hat, auf jeden Fall. Aber ein faschistischer Staat. Ich freue mich doch über Katar, da kann man wenigstens schön Fußball spielen. Mann, warum stimmt sie nicht? Nein, aber guck mal, aber die Stimme, die ich meine, was ich meine, also ich glaube nicht, dass im Moment vom Westen. Wer ist schuld an der sibirischen Kälte? Wer ist schuld überhaupt an allem, was schief geht? 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Oder habe ich 6? Ich habe 6, Gott sei Dank. Philipp hat auch mehr Buchstaben, ne? 7.
Philipp hat 7 Buchstaben, ich 6, Putin 5. Das unterscheidet uns auf jeden Fall schon mal. Oh Mann, das stimmt nicht. Scheiße.